In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man einen Punkt an einer Geraden spiegeln kann. Bevor wir uns das ganze Lösungsweg anhand einer Beispielaufgabe anschauen, wollen wir ein paar Grundlagen klären. Die erste Voraussetzung, dass ihr diesen Lösungsweg versteht, ist die Punktspiegelung zu kennen. Davon kann ich jetzt an dieser Stelle nicht ausgehen, also nicht ausgehen, dass jeder die Punktspiegelung noch in Erinnerung hat. Deshalb ganz kurz ein kleines Beispiel. Und zwar, wir haben zwei Punkte, P und L. Unser Ziel ist, P an L zu spiegeln, so dass wir die Koordinaten des Spiegelpunktes oder Bildpunktes P' bestimmen. Dafür stellen wir uns das Ganze anhand einer kleinen Planskizze vor. Also, wir haben einen Punkt P und einen Punkt L. Und wir möchten P an L spiegeln, so dass auf der anderen Seite hier in gleicher Entfernung von L P' entsteht. Also unser Ziel ist, die Koordinaten vom B' zu bestimmen, wobei L genau die Mitte zwischen P und P' ist. Dafür benutzen wir eine Grundlage, eine sehr wichtige Grundlage der Vektorgeometrie, und zwar Linearkombinationen. Damit meine ich, wir wählen einen Startpunkt, am besten einen Koordinatenursprung. Und was wir eigentlich bestimmen möchten, ist der Ortsvektor von O zu P'. Das entspricht dann den Koordinaten des Punktes P'. Und wir brauchen über die bekannten Punkte einen Alternativweg von O nach P'. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir über P und sagen OP plus 2 mal PL, weil PL gleich ist mit LP'. Oder noch kürzer, der Weg nehme ich jetzt auch. Wir sagen dann OL plus statt LP' können wir den Vektor PL von hier oben nehmen. Und damit haben wir sozusagen unsere Linearkombination oder Vektorkette. Also OP' ist OL plus PL. Dann können wir das Ganze schnell ausrechnen. OL ist nichts anderes als der Punkt L geschrieben als Vektor. 7, 4, 7 in diesem Fall. Und PL ist natürlich ein Richtungs- oder ein Verbindungsvektor und das bedeutet nichts anderes als L minus P. Also 7 minus 1 sind 6, 4 minus 1 sind 3 und 7 minus 1 sind wieder 6. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, haben wir dann 13, 7 und wieder 13. Das ist der Ortsvektor zu P' und entspricht gleichzeitig die Koordinaten des Bildpunktes P'. Also 13, 7, 13. Das ist die Punktspiegelung und das ist auch die Grundlage für unser Lösungsweg später. Eine andere Grundlage, die noch von großer Bedeutung ist, ist die gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen. Aber hier ist es nicht so wild. Anhand der Beispielaufgabe, für den Fall, dass ihr es vergessen habt, werdet ihr euch mit Sicherheit daran erinnern. Und jetzt gehen wir natürlich zu unserer Beispielaufgabe. Also, gegeben sind ein Punkt P und eine Gerade G. Unser Ziel ist natürlich, dieser Punkt P an G zu spiegeln, so dass der sogenannte Bildpunkt P' entsteht. Am besten machen wir zuerst eine kleine Planskizze. Also hier an der Seite können wir uns vorstellen, die Gerade G sieht so aus. Punkt P könnte man hier andeuten. Und wenn man P an G spiegeln möchte, dann muss man das Ganze über einen sogenannten Lotfußpunkt machen, so dass P' genau im gleichen Abstand auf der anderen Seite auftaucht. Also kurz gesagt, L wird nichts anderes als die Mitte zwischen P und P' sein. Und wir erinnern uns an vorher bei der Punktspiegelung, wenn wir jetzt die Koordinaten von L hätten, dann wäre ja gar kein Problem mehr, sozusagen den Bildpunkt rauszufinden. Dann könnte man einfach eine Linearkombination bilden, damit wäre die Sache schon erledigt. Kurz gesagt, unser erster Ziel ist natürlich, die Koordinaten dieser Lotfußpunkte zu bestimmen. Um das zu erzielen, bilden wir einfach eine sogenannte Hilfsebene, hier um die drei Punkte P, L und P'. Ich kann sie jetzt nur so schräg darstellen. Und diese Hilfsebene wird natürlich orthogonal zu der Geraden stehen. Und es bringt uns einen riesen Vorteil mit sich. Weil die Gerade orthogonal zu der Ebene ist, können wir den Richtungsvektor dieser Geraden als Normalvektor für unsere Ebene verwenden. Also, dieser Richtungsvektor, den wir hier oben finden, ist gleichzeitig der Normalvektor für unsere Ebene.
Und damit können wir natürlich sofort eine Ebenenkoordinatenform aufstellen. Wir erinnern uns, die Koordinaten des Normalvektors sind genau die Koeffizienten von x1, x2 und x3. Das bedeutet, die Ebene hat dann vorerst die Gleichung 2x1 plus 11x2 plus 4x3 sind gleich b. Also, was uns noch fehlt, ist diese hintere Zahl. Um die zu bestimmen, brauchen wir einen Punkt, was in dieser Ebene liegt. Und das ist natürlich P. Also als kleiner Hinweis hier an der Stelle, P einsetzen. Und damit hat man auch diese hintere Zahl. Entsprechend dann haben wir 2 mal 4 plus 11 mal minus 3 plus 4 mal 7 sind gleich B. Zusammengefasst 8 minus 33 sind minus 25 plus 28, dann ist 3 gleich b. Damit ist die Ebene schon fertig. Also 2x1 plus 11x2 plus 4x3 sind gleich 3. Und wie hilft uns das jetzt weiter? Ganz einfach, anhand unserer Planskizze können wir erkennen, dass L der Schnittpunkt zwischen Gerade und Ebene ist. Das bedeutet, um L zu bestimmen, müssen wir einfach diesen Schnittpunkt bestimmen. Dafür zerlegen wir erstmal die Gerade in einzelnen Koordinaten zeilenweise. Also, wir können hier schön der Zeile nach sagen, x1 ist gleich 4 plus 2t. x2 wäre dann 12 plus 11t und x3 1 plus 4t. Diese drei x'er können wir jetzt nehmen und oben in die Ebenengleichung für x1, x2 und x3 einsetzen. Dann haben wir 2 mal 4 plus 2t plus 11 mal 12 plus 11t. Und plus 4 mal 1 plus 4t sind gleich 3. Was hier entstanden ist an dieser Stelle, ist eine ganz normale Gleichung. Wir lösen die Klammer auf, fassen zusammen und formen nach t um. Entsprechend haben wir dann hier 8 plus 4t plus 132 plus 121t plus 4 plus 16t sind gleich 3. Dann fassen wir zuerst die t's zusammen, sind dann 141t und dann die Zahlen 132 plus 140, 144. Diese 144 bringen wir mit minus rüber und haben dann entsprechend auf der rechten Seite minus 141. Dann geteilt durch 141 und wir kriegen sogar ein schönes Ergebnis raus, kommt für t minus 1. Diesen t-Wert können wir jetzt nutzen, um den Lotfußpunkt zu bestimmen. Wir können es entweder hier oben die Geradengleichung einsetzen oder in dieser zerlegte Form der Geradengleichung, was auch immer euch leichter vorkommt. Deshalb schreibe ich hier einfach mal als Hinweis t in g einsetzen und dann kriegen wir für unseren Lotfußpunkt raus 4 minus 2 sind 2, 12 minus 11 sind 1. Und 1 minus 4 sind minus 3. Also damit haben wir diesen gesuchten Lotfußpunkt. Im Vergleich dazu ist natürlich unser letzter Schritt ein Kinderspiel. Wie bereits erwähnt, wenn wir L haben, dann wollen wir nur noch P an L spiegeln. Und das können wir jetzt problemlos über eine Linearkombination hier an dieser Stelle machen. Also wir wählen uns hier zufällig einen Koordinatenursprung. Was wir eigentlich suchen, ist der Vektor OP'. Um den zu bekommen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen über P oder über L. Der kürzeste Weg wäre jetzt über L, für den entscheide ich mich auch. Also ich kann sagen, OP' ist OL. Und statt diesem Vektor LP' nehme ich natürlich den Vektor PL, weil sie identisch sind. Alternativ könnte ich auch noch sagen, OP' ist OP plus 2 mal PL. Aber ich nehme jetzt den kürzeren Weg. Also OP' ist gleich OL plus PL.
OL ist nichts anderes als der Punkt L geschrieben als Ortsvektor, 2, 1, minus 3. Und PL bedeutet natürlich L minus P. Also 2 minus 4 sind minus 2, 1 minus minus 3 sind 4 und minus 3 minus 7 sind minus 10. Dann zählen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. 0, 5 und minus 13. Und das sind dann auch gleichzeitig die Koordinaten des Bildpunktes P'. Also 0, 5 und minus 13. Das war die Spiegelung vom Punkt P an der Geraden G. Wir haben uns gerade angeschaut, wie man einen Punkt an einer Geraden spiegelt. Deshalb an dieser Stelle noch ein paar Hinweise. Sehr häufig in der Vektorgeometrie wird Spiegelung in dem gleichen Zusammenhang wie Symmetrie erwähnt. Es ist ja ungefähr das Gleiche. Beispielsweise, wenn man einen Punkt an einer Geraden spiegelt, dann kann man auch sagen, dass der Punkt und der Spiegelpunkt symmetrisch zu dieser Geraden stehen. Also in diesem Zusammenhang kann man es auch erwähnen. Dann, außer dieser Fall, gibt es natürlich noch andere Spiegelungsfälle, die eine große Bedeutung für die Vektorgeometrie haben. Und zwar Spiegelung Punkt an Ebene, Gerade an Ebene, Ebene an Ebene. Und wenn ihr eine dieser anderen Fälle noch anschauen wollt, in der gleichen Playlist für die Vektorgeometrie findet ihr auch die passenden Tutorials dazu. Und zum Schluss, vergisst es nicht, Mathematiker sterben nie, sie verlieren nur einige ihrer Funktionen.